Hallo Fische, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Fische. Heute möchte ich gerne mit dir dieses Video teilen, wo wir schauen möchten, Fische, was ist bei dir am Start? Bewusst, unbewusster Natur. Fische, denk dran, lebe im Hier und im Jetzt, egal was ist, okay? Lass dich nicht auf der Bahn werfen und denk dran, du bist die Fischenergie, die wirklich durch die Wellen schwimmen kann, ohne sich anzustrengen und jeden Genuss einfach aufnehmen kann. Egal, ob du 60 bist, 80 bist, 90 bist, verheiratet, Single, ja, ältere Generation, Witwer, Latte, egal. Fische, alle seid ihr herzlich willkommen. Fische, hier geht es um die geistige Welt. Es geht um die Kommunikation. Es geht um die Aussprache. Es geht um die Klärung. Es geht um die emotionale Ebene. Du stehst schon auf einem gesunden Nährboden. Du kommst zurück im Leben. Viele von euch steht ihr wieder im Leben. Ja, viele von euch habt ihr in den letzten Wochen, in den letzten Monaten Kontakte mit der geistigen Welt gehabt, mit euch selber, mit eurer Spiritualität, ja, mit Menschen, die vielleicht schon verstorben sind. Also viele Fische habt ihr eine wahnsinnige, tolle Energie entwickelt oder ihr findet gerade wieder zurück oder habt gerade wieder zurückgefunden in euer wahres Sein. Fische, im Hier und im Jetzt, lebe. Auch wenn dir manchmal die Luft zum Atmen fehlt, rede. Äußere dich, fresse nichts in dich hinein, wandle auf der Brücke des Glückes und des Wohlbefindens, kläre deine Emotionen, deine Gefühlsebene. Viele Fische unter euch, seid ihr gerade in einem Aufbruch, ja? Ihr macht vielleicht Urlaube, Reisen, Reas, Veränderungen, Thematiken, die außerhalb eures gewohnten Umfeldes sind. Gerade die Witwer machen eine neue Erfahrung im Leben, ohne diesen Partner, ohne diese Partnerin, ja, einfach mit sich selber in Verbindung zu kommen. Was bedeutet es, sich dem Leben neu zu öffnen? Die ältere Generation hat schon viel zurückgelassen und darf wieder in die Hoffnung kommen. Die Langzeit-Single, stresst euch nicht, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Die Partnerschaften, die Dreieckskisten, die ihr nach Liebe euch sehnt, nach Wohlbefinden. Es ist was im Aufmarsch. Eine Lotusblüte ist auch eine Blüte, die immer wieder aufblüht, die leuchtet, die Heilung versprüht. Und das bist du auch. Du fühlst. Ja, fühle alles wieder. Gehe mehr in die Gefühlsebene rein. Nicht im Kopf, sondern in die Gefühlsebene. Du bist wie diese Lotusblüte, die neu erwacht, die weiterhin aufblüht, okay? Du entwickelst gerade deinen Meister, deine Meisterin in dir, den Weg des Lichtes. Erzengel Michael ist am Start, Erzengel Zadkiel ist am Start, um dir zu helfen. Die Hoffnung kehrt zurück, ja? Fortschritte kommen, Fortbildungen, Veränderungen, neue Kraftenergien, viele Gespräche im Hier und im Jetzt, ja? Gehe auch auf die weibliche Energie in dir ein, egal ob du Mann oder Frau bist, okay? Gehe auch auf die Mutter in dir ein, gehe auch auf deine Mutter ein, auf deine Freundin ein, gehe auf diese weibliche Intuition in dir ein und teile sie mit anderen. Du hast in der Vergangenheit alles schon durchlebt, mehr wie andere. Es ist okay, es war wichtig und richtig, gesundheitliche Einschränkungen, ja, Arbeitsverluste, Menschen, die dich enttäuscht haben, wütend auf dich selber zu sein, alles Mögliche. Das gehört der Vergangenheit an. Es gehörte zu deinem Prozess, im Hier und im Jetzt zu evolutionieren, zu reifen, dich selber anzunehmen, auch mal einen Gang zurückzuschrauben. Ja? Aber deine Bewusstseinsebene zeigt dir auf, dass deine Handlungen, deine Entscheidungen dich zu diesem Weg geführt haben, wo du heute bist und dich genauso gut da rausholen können. Verbinde dich mit dir selber, mit der Ordnung in dir vor allen Dingen. Genieße, es ist die Zeit zu genießen. Es ist die Zeit, um auszuspannen. Es ist die Zeit, um sich nicht so viele Gedanken zu machen. Es ist die Zeit, wieder unter Leute zu kommen. Es ist die Zeit, nicht die Hoffnung zu verlieren. Fische, viele von euch habt ihr in eurem Axt gegenüber auch eine Jungfrau-Energie. Ja? Und die Jungfrau zeigt uns hier der Eremit, der sagt, Intuition, Feinfühligkeit, Disziplin, ja, sind an der Tagesordnung. Wir wandeln über die Brücke des Glückes. Wir gehen in unsere Klärung rein. Wir leben in Hier und im Jetzt und räumen mit alledem auf, was uns nervt, was uns ausbremst, ja, was uns stört, was uns behindert hat, was uns zurückgelassen hat und starten in eine neue, frische Energie und sagen Nein zu allen Toxinen, wir sagen Nein zu allen Suchtmitteln, wir sagen Nein zu allen Versuchungen, wir sagen Nein zu allem dem, was Fische zu Boden zwingen und brauchst du ärztliche Hilfe, ab nach vorne, brauchst du Ruhe, dann gönn sie dir, brauchst du Luft zum Atmen, dann nimm sie dir, möchtest du eine Schwangerschaft, dann setze alles in die Wege, um eine Schwangerschaft in die Wege zu leiten, aber denk dran,
Alles sieht gut aus, alles ist auf dem Weg der Besserung, okay? Aber sobald du einen Fehltritt machst, sobald du dich wieder überforderst, sobald du wieder gesundheitlich anfängst zu schwächeln, sobald du dich wieder in eine toxische Energie bringen lässt, kommt wieder eine Entwicklung nicht nach vorne, sondern zurück. Das heißt, Fische, lebe im Hier und im Jetzt und erlaube dir, diese Meisterin, dieser Meister des Lichtes an den Tag zu legen und auch dort zu bleiben. Viele Fische, ja, habt ihr ein Thema mit einer Partnerschaft, einer Wunschpartnerschaft, einer Seelenverbindung, jemand, der vielleicht gegangen ist, jemand, der euch enttäuscht hat, ja. Viele seid ihr in einer traumhaften Partnerschaft. Manche möchten ihren Partner zum Mond schießen. Es ist okay, aber es geht darum, fühle die Partnerschaft. Fühle es, wie es sich anfühlt, in eine neue Partnerschaft zu gehen, einen neuen Menschen kennenzulernen. Gerade die ältere Generation, auch die Witwer, ja, fühlt einfach, wie sich das anfühlt, das Leben beim Shop zu packen, ja, aus der Hoffnung heraus zu agieren, zu reagieren und zu sagen, ich lebe und ich liebe hier und jetzt. Und es ist mir latte egal, was andere sagen, ich mache es. Fische, es ist jetzt der beste Zeitpunkt, um alles zurückzulassen, ja, und wirklich dein wahres Sein zu leben. V. NAHQDRBWM. Macht diese Buchstaben zu euren, wenn nicht, lasst sie ziehen, dann sind sie für andere Fische gedacht, okay? Fische, hier geht es darum, feiere das Leben, ja, du kommst in den richtigen Flow, es kommt eine mega klasse Veränderung in dir gerade zu tragen, ja, du brichst auch aus dir heraus und öffnest dir damit neue Wege, du bist die Meisterin des Meisters des Licht, du bist Wasser, du bist Energie, du bist Liebe, du bist Fühlen, du bist Empathie, du bist Power, zeige es dir selber nach deinem Rhythmus, wow, lebe im Hier und im Jetzt. Fische, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Danke für eure Likes, für eure Abos, für eure Kommentare. Ihr seid damit auch Zuspruch und Hoffnung für andere Menschen. Also kommentiert fleißig weiter, damit sich diese Energien auch geborgen und sicher fühlen und sich auch trauen, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen und du auch gleichermaßen Mut schöpfen kannst aus den Kommentaren anderer Menschen. 4 Termine habe ich noch für eine private Legung. Schreibt mich also an, Fische. Wichtig ist aber nur im Hier und im Jetzt, lebe die neue Zeit, lebe die neue Generation, lebe das neue Glück, lebe alles, was zu leben ist und zeige dir selber, dass aus der Selbstliebe heraus, aus der Selbstwertschätzung heraus alles möglich ist. Fische, ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns bald.